Wo denn? Na, da, wo wir waren. Wo bist du denn? Na, in dem, Baugebäude. Der immer noch hier? Ja. Hallo, no! Ich werd abgeschossen, hör auf! Ach, oder? Da oben kriecht er, komm, da oben kriecht er, das machen wir. Nein! Habt ihr gerade geschossen? Nein. Ich hab grad einen Schuss. Alter, bist du behindert? Das war ein Bandit. Leute! Helft mir! Wow! Ich seh nichts! Das bin ich, Mitchell! Ja, ich weiß, aber ich seh halt auch nichts! Hallo, wer ist da? Wer kommt da? Das Pavel. Hast du noch Blut? Nein, gar nichts. Also gar nichts. Leer, der Tropfen ist leer. Was brauchen Sie? Morphium und Blut. Nee, ich glaube, ich brauche den Gnadenschuss. Achso, okay, dafür kümmere ich mich. Nein, du es nicht! No! Das lasse ich mir berechnen, Alter. Das kostet extra. Ey, haben wir den hier wirklich letztes Mal liegen lassen? Ja, habt ihr! Mitchell, siehst du eigentlich, wie unfähig du ohne mich bist? Ist halt echt so. Cannot fire. Ohne den bin ich so am Arsch. Oh, ich sehe wieder, was aber Morphium. Lol, hast du mir Morphium gegeben? Ja. Yeah. Lol, was ein sicker Boy. Cannot fire. Naja, ich denke halt an sowas. Cannot fire. Runter da, Mitchell, da dürfen kleine Kinder noch nicht ja, spielen. Ja, Mitchell, schön. Cannot fire. Du findest runter, ey. Cannot fire. Ja, chill mal also kurz. Schön an der Wand halten, ne? Ja, ich muss hier erstmal alles einstellen. Und jetzt einstellen. Zack, hier. Oh, Alter. Im Marschschritt, ne? Im Gen- Alter, ich hab hier gerade 20 FPS, Jungs. Geht so nicht. Ich hab mehr, ne? Ja, ich hab doch alles auf Ultra und Full Leute, HD. Die haben damals in 8 FPS gespielt, ne? Die hat mehr Spielspaß. Ja, ich weiß. Sind wir noch da oben? Hallo, ich komm jetzt runter. Keine Waffen? Da sitz ich da oben. Doch, ich hab 2 Waffen im Rucksack, glaube ich. Ja. Du Scheiße. Denkst du, wir überleben mit Mitchell? Nee, da bin ich mir jetzt schon nicht sicher. Alter. Darf ich ihn erschießen? Los! Nein, wir müssen das Übergewicht loswerden. Cannot fire. Zombie locker, ne? Okay, wir haben ein bisschen. Wir haben ja eh Zeit. Genießt ein bisschen die Landschaft. Kommt, 3 Kilometer haben wir vor uns. Auf und davon im Frühtauzerberg. Ja, ihr sprintet ja. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hoch auf dem gelben Wagen. Geht's weiter hier. Ah, Mitchell, du rennst viel zu schnell. Gar nicht wahr. Entenformation. Jo. Das Ding ist halt, wir sind halt 3 Spieler von 4 auf dem Server. Ja, haben wir doch eine gute Chance zu überleben. Ja, auf jeden Fall. Wenn 3 von 4 sich schon in einer Truppe zusammengeschlossen haben, ja. Pass auf, der 4. ist bestimmt nur ein Admin. Ja, kick, der macht uns alle, der rasiert uns nachher alle. Was machst du denn hier im Zickzack, Alter? Sniper ausweichen. Sniper ausweichen. Ich bin Jude, ich muss auf deutsche Scharfschützen achten. What the? Scharfschütze, runter! Runter! Ah! Er liegt. Kübel legt sich ein bisschen verspätet hin. Ich muss erstmal die Taste finden. Ja, Y. Hier ist hier Bundeswehrtraining. Ja, im Real Life gibt's auch keine Taste. Na. Ey. Das war nicht nett. Leute, ich find die Taste zum Granate loslassen nicht. Leute! Boom. Boom. Hängt ja mal ganz von ab, was das für eine Granate ist. Ich glaube selbst eine Blendgranate zerfetzt dir die Hand. Das war in Arma 3 richtig lustig im Wasteland, die hatten ja alle zum Spawn Granate, ne? Und alle waren es gewöhnt von Arma 2 mit G hier in den Inventar zu öffnen. Und G war einfach Granate. Ja, aber ich glaube im echten Leben, eine Blendgranate zerfetzt ja auch die Hand, wenn die dir in der Hand hochgeht, Mann. Nein. Doch. Nee. Na klar, Mann, die hat ja auch einen gewissen Explosions-Damage. Trotzdem zerfetzt es dir nicht die Hand. Naja, doch. Nein. Ja, ich kann mir, komm mal, ich meine, wenn, ja doch, natürlich. Nein. Ich möchte nicht sagen, dass es angenehm ist und dass du vielleicht einen Finger verlierst, aber es zerfetzt dir nicht die Hand. Besser.
Was eine Scheune. Mit zerfetzten Hand meine ich halt das, was fehlt nachher. Okay. Mitch, ja, die Hand zerfetzen ist für mich alle Finger weg und du hast nur noch einen Stumpen. Das ist für mich zerfetzen, der einen Finger hat, das hast du die Hand nur. Ach, Mitch, komm, das ist noch ein bisschen, ich weiß nicht. No, der nächste. Kannst du mal bitte verpissen, danke. Irgendeiner spammt da, guck mal, jetzt kopiert er da seine Porno-Links. Achso, cool. Ja, kann ihm einer von euch kicken und einen Channel erstellen mit Passwort geschützt, dankeschön. Ich denk's nicht weiterlaufen. Zochi ist gerade am Machen. Da schieße ich dich jetzt. Nein, warum? Weil Zochi das jetzt nicht mitkriegt. Oder hast du ihn gekickt? Sekunde länger, Zochi, ne? Eine Sekunde und dann wäre jetzt Mitchell Brell gewesen. Lol, was ist denn jetzt? Hast du jetzt, lol. Ach, hast du den Passwort jetzt? Mitchell, was denn? Admin natürlich. Hä, wie jetzt? Was? Ja, was ist denn das hier auf JS? Weiß ich nicht. Du bist so behindert. Wie soll ich den denn vom Server kicken? Nein, du sollst dein, dass wir uns einen passwortgeschützten Channel erstellen. Ja, woher soll ich wissen, wie das geht? Nein, du machst rechtsklick, Channel erstellen und dann halt Passwort eingeben. Und dann ja, mach Namen. Du das doch. Ja, ich hab aber Aufnahme. Ich will das jetzt so sagen, aber. Ja, weil das Chatgeräusch halt. Ja, bling, bling, bling. Okay, bling. Er ist ruhig, okay. Okay. Dankeschön. Geilt er sich jetzt bestimmt an unseren Stimmen auf. Ich kenne doch solche Leute. Oh mein Gott! Wie erinnerst du dich an diesen Typen, der immer in den Channel gejoint ist und nichts gesagt hat? Dieser richtige harte Fanboy. Ja, dann. Ja, ich weiß. Der hat sich, ich wette, der hat sich auf die Stimme übelst eingebumst, ey. Meine Güte. Gebumst, Alter, ja. Mitchell. Aus welchen, wo kommst du bitte her? Deutschland. Aus dem hintersten Hinterkampf. Ja, du Hinterwäldler, Alter. Ja, ich wunder, dass so. Die da schon Internet hatten. Was soll ich denn erzählen? Als ob uns jetzt wirklich jemand zuhört, Mann. Das ist so weird gerade in meinem Kopf. Entschuldigung. Ja, du Let's Plays, was denkst du? Ja, schon, ja, das. Hier hört wohl niemand zu. Ja. Du hast ja viel Erwartung von deinem Video. Ja, hab ich, lass mich. Okay. Schlimm, ey. Schlimm sowas, ne? Ja. Such du dir erstmal einen Namen, bevor du was sagst, ja? Warte, ich muss kurz schauen. Naja? Ich höre zu, weil ich drauf stehe, weißt du? Okay. Bitte. Okay. Eine Sekunde, ne? Ja. Das nächste Mal, wenn Zochi raustappt, ist es so. Dann mach ich so. Hallo, oh, ich kann nicht mehr sprinten. Ich hab noch eine schicke AK im Rucksack, ne? Da kannst du rennen, wie du willst. Die trifft. Da kannst du rennen, wie du willst. Die trifft. Da muss der erste Schuss nie sitzen. Das ist Dauerfeuer. Ja, tanz mal für mich. Dauerfeuer. Ich glaub, Abenteuer, ich glaub, wir Dauerfeuer. Spielen einfach mal das Rennspiel. Ja, aber Zochi, was ist unser Ziel? Unser Ziel? Ja. Es steht ein Gunner Jeep auf dem Airfield rechts von uns und diesen Gunner Jeep ist es unser Ziel zu reparieren und auf die große Insel zu fahren, um dort alles zu erkunden. Zum Beispiel das Labor da klar zu machen. Danach werden wir ein Heli klar machen und nach Sektor B fliegen. Oh, Sektor B, das wäre episch. Können wir uns nicht erst ein Haus bauen? Kann mal einer vorlesen, was der da schreibt? Vielleicht ist es wichtig. Ja, warte kurz. Adam spitzt. Oh Gott, die nächste Sektor. Oh, Mitchell. Ja. Guckt man sich hier ab? Ey, ein Kenner. Was ein Kenner? Ah, scheiße, Zochi, du brauchst viel zu... Was ein Kenner? Er hat geschrieben, nicht die Standalone, sondern Origins. Also er weiß, was wir spielen. Oha. Allein an den... Okay, Sektor B ist sehr einprägend. Ja. Komm, wir spielen Fangen. Da waren wir einmal bis jetzt in unserem Leben, ey. Einmal. Ich war schon dreimal dort. Ja. Was ist los? Da du bist. Ich sag euch, wenn die Heli-Patrouille kommt, schieße ich die an. Und dann könnt ihr mal sehen, wie gut ihr rennen könnt. Bitte? Ja? Ring. Wer ist da? Nein, du musst sagen, hallo? Achso. Charlie, the Unicorn. Ja, ich muss mir unbedingt die neuen Charlie, the Unicorn Sachen geben, Alter. Ey, gibt nur eins und das ist mit dem Mondtausendfüßler. Nee, gibt's nicht auch hier mit Steck, die Banane in dein Ohr. Ja, das ist Charlie, the Unicorn 2, du Mongo. Ja, ich sag doch, ich muss mir die ganzen Sachen mal angucken. Was? Du hast noch nie Charlie, the Unicorn geguckt? Nein. Müsste man schlagen, Alter. Schlagen am Baum aufhängen und dann weiterschlagen. Alter, ich erinnere mich noch, wie wir damals mit Miles da auf der Couch so Blue Exorcist geschaut haben. Alter, die Einspannung zwischen Thomas und Miles, es muss ja krass sein. Du hättest dabei sein müssen. Das ist so, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich das gleiche Gefühl wie kurz, als das Flugzeug in die Twin Towers gestürzt ist, Alter. Kurz davor so kurz davor. Ja. Du einfach spürst, dass was Schlimmes passiert, weißt du? Aber es passiert nichts und du wartest einfach drauf. Ja. Lol. Okay. Das ist hier der 3-Meilen-Marathon über Tschernobyl, ne? Ja. Ja, Mann. Das Lustige ist, solange wir erzählen, brauche ich nicht schneiden. Das ist ziemlich cool.
Darf ich ihn erschießen? Jetzt ist einfach Stille. Es war so klar, dass wenn ich das sag, einfach Stille. Ich zieh mit meiner Lee Enfield und meine Lee Enfield mit mir. Lass uns singen. Die DJW, Jungs. Hier sind Bäume. Okay, wir spielen jetzt das. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grau. Baum. Straße. Okay. Oh, das war richtig. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Wow, das ist schwer. Reed! Oh, da kommen sie ja. Pünktlich. Oh! Lass sie abschießen! Go! Bitte. Ich sehe, was du nicht siehst, das fliegt und rotiert. So, Leute, das sind zwei? Legt euch bitte hin. Aber darf ich die nicht abschießen, bitte? Bitte. Ich seh nicht mal was. Ach, guck mal, zwei Helis. Weißt du, du hast die beschissenste Waffe von allen, ne? Und willst dir gleich Stress machen. Ja. Lass uns die doch anschießen. Darf ich, bitte? Nee, das ist... Was kommt. Lol, weißt du, er labert zuerst so, yo, Alter, wenn die Helipatrille verfolgt, schießt ihr erstmal, dann könnt ihr sehen, wie er rennt. Ihr habt ja nicht gelabert. Na, Mitchell, hör auf, Pavel. Wie, ihr habt ja nicht gelabert? Verstehst du auch nicht, ne? Hä? Wir liegt ein Toter. Ja, wow, was? Jetzt haben wir die vorbeiziehen lassen. Wir hätten jetzt das voll die Action machen können. Mitchell, die ziehen hier alle paar Minuten rum, also reg die mal nicht auf. Sind wir die einzelnen auf dem Server? Schieße ich nicht gerne auf. Ah, nee, warte, wir haben noch zwei Randoms. Nee, drei Randoms und tschüss. Ich glaube, unser Fan ist. Unser Fan ist abgehauen. Oder? Oh. War es unser Fan? Okay, warte kurz. Farmed Labor ist am besten. Ihr macht einen Laune, Jungs. Naja, wolltet den TS dosten, aber ihr seid korrekt. Ich lasse euch mal weiter zocken. Mitchell, du weißt, was gekommen ist, ne? Hä, was gekommen? Hä? Wie was? Mein Ach, Zoji ist wieder ingame, scheiße. Ach so. Ich hab ihm nur meine Waffe gezeigt. Lol, hat der es echt geschrieben? Zoji, ja, abonnieren. Die abonnieren auf YouTube. Lol, als ob. Ja, lass. Lol, als ob der Boy korrekt ist, Mann. Als ob er den TSD. Warum will er den TSD dosten, der leer ist, hä? Jetzt ist er ja voll. Ich muss was trinken. Halt, stopp! Ich öffne erstmal eine Cola und dann sehen wir meine. Oh, ich glaube, es war keine Cola. Ah, diese Cola tut gut. das war Coca-Cola und die Coca. Oh, wir dürfen ja keine Markennamen benutzen. Coca-Cola schmeckt gut. War das so richtig? Ja. Ich glaube schon. Wir nehmen das Geld an. Wir nehmen das Gold an. Guck ich auf den billigen Plätzen. Na. Danke. Ja, du läufst hinten. Ich hier mit meiner braunen Sturmmecke, ja? Toller Epileptiker. Lass mich. Hey. So, hast du was gegen Epileptiker? Hä? Ja, hast du was gegen Glasknochen? Nein. Nein. Gut. Nein, alles gut. Nein. Gut, dann packe ich das nämlich sonst wieder die Glasknochen-Geschichte aus. Ey, hör auf, denn... Nein. Das ist nicht Will witzig. Na, ist es auch nicht. Nur das sind zum Brechen. Nur wer SpongeBob gesehen hat, weiß was wie. Ah ja, okay. Ich bin ruhig. Ich sehe schon, ich komme, ich sammle mir schon wieder Minuspunkte. Nee, was wollte ich denn euch jetzt erzählen? Achso, mit Chat-Aufnahme laufen, da erzählt man sowas nicht. Erzähl doch einfach, komm! Nein! Wird eh rausgeschnitten! Das ist ein bisschen privat. Nicht von mir, aber von anderen Leuten, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ach man, als ob. Na, ey, echt mal. Seid doch mal ein bisschen risikofreudig hier, ja, unser, no risk no fun. Ey, unser Jude ist schlau hier, ne? Ja, Pavel. Der Pavel weiß, was er zu tun hat. Pavel weiß, was richtig ist und was nicht. Nun, jetzt seht ihr Hardys Real Life Stories. Nicht. Nicht, Kappa. Ich glaube, da ist ein Krankenhaus. So, ja, lass mich schon einweisen. Achso, ab 1000 Abos lade ich übrigens das Video, was man auf Kübels Kanal findet, hoch. Hast du mich mal gefragt? Hast du die Rechte dazu? Ich bin da drauf zu sehen, ich hab die Rechte dazu. Musiktitel, ja, ich bin auch drauf zu sehen. Hast du eine Einwilligung? Nein. Du bist da nicht drauf zu sehen, nein. Doch. Nein, nur ich. Nur wie ich den Berg da runterroll. Ach, das, ja, okay, das darfst du zeigen. Nur wie den Berg da runter. Oh, nee. Ja, das meine ich doch. Er hat mit Fahrrad einen Berg runtergefahren, so ein Mongo, ne? Kann ja. Man spricht am Ende auch noch ab. Das Geilste wird eh. Das nächste Mal schicken wir Mitchell auf den Longboard einen Berg runter. Jo,
Mach ich. Ich mach's auch, aber ich werde dich vorher einweisen, weil ich glaube, ganz ohne Sicherung lasse ich dich da nicht runter. Nee, da lass mal mit. Ganz so ohne Penny, Sicherung lass ich mit dich. Mit so einem Pennyboard lass man da runterfahren. Ellie hat sich nämlich auch schon überschätzt gehabt, da hab ich auch schon wieder. Ich hab tausendmal auf die eingeredet. Nee, du fährst da nicht runter. Ja, mit Emma sitzt schneller als gedacht, ne? Naja, sie ist dann auf den Kies gekommen und das ist dann vorbei. Ja, Mitchell. Mitchell fällt gegen einen Baum. Mitchell ist Baumkuschler, ne? Jo, ich bin Baumrempler. Ja, mach mal, da steht ein Baum hinter dir. Du Perverser. Boah! Was denkst du, warum die Bäume immer Löcher so weit unten haben, so bei Mitchell da war? Fick dich, Alter, fick dich. Nee, fick die Bäume. Nee, Mann, Alter. Ja, zwei Mongos und Pavel heißt die Serie. Ja, Mann. Wir machen eine Sitcom-Story draus. Aber weißt du, wie einfach die Leute reinkommen, irgendein weißt du, so irgendein so ein Mad Guy, der hier irgendwie TS-Dost oder so, ne? Und er sagt mir so, ja, ihr seid korrekt. Hey Mitchell. Ja? Das ist ein Baum. Hallo Baum. Ist komm, Alter, wir werden alle drei niedergeschossen mit einem Schuss. Jo, Mann, ist halt echt so. Laufen wir mal hier in Formationen, ne? Das ist los, lass doch mal Geigenraten spielen. Wenn ihr verliert, töte ich euch. Wer verliert, okay. Stirbt. Ich nehme ein M. Hä, wie geht denn das Spiel nochmal? Okay. Ich hab das Spiel naja, vergessen. Naja, Soji denkt sich jetzt ein Wort aus, wir müssen Buchstaben mal raten und bei jedem falschen Buchstaben wird ein Körperteil durchschossen. Wir machen es einfach anders. Die Person trägt schwarz. So, jetzt dürft ihr Fragen stellen und ich muss die Fragen beantworten. Hä, wie jetzt? Wow. Trägt die Person schwarz? Ja, tut sie. Okay, ich habe schon mal eine Frage mit Ja, Mitchell, also okay. Wie jetzt? Fragen stellen. Jetzt kannst du fragen, ob es aus Film ist oder irgendwie. Ach so, okay. Ist diese... Ja, gut. Ist diese Person aus einem Spiel? Auch. Auch, okay. So, Kübel ist dran. Ja, Kübel ist dran. Trägt die Person eine Maske? Oh ja, ja. Es ist Darth Vader! Nein! Scheiße. Mitchell, leider musst du sterben. Was? warte. Jetzt frag ich. Ist diese Person die Hauptrolle? Oder die Hauptperson dieses Spiels? Also, es hat hauptsächlich Hauptrollen belegt, aber es hat auch in manchen Spielen eine Nebenrolle. Wow, Alter, was will der von uns, Alter? Ist ja der Shit. Person, die schwarz trägt, eine Maske hat und die Hauptperson ein. Leute, da war gerade ein Spiel. Nee, oder? Nein. Hier backt. Ey, hör auf, die Tabletten zu nehmen, Alter. Hier backt gerade irgendwas durch die Wände. Ja, genau. Aber so, warum rennen wir jetzt eigentlich hier durch, ohne zu looten? Kam in den letzten Monaten ein Spiel mit dieser Person raus? Das könnte sogar sein, ich glaube ja. Ich blute. Ja, wir verbinden dich gleich. Hey Mitchell, du bist dran. Boah, ja, ist natürlich die Frage. Okay, weil du ja sagtest auch, ist diese Person auch in einem Film zu sehen? Oder zu... Ja. Okay. Ja, ich verbinde mich mal, ne? Wen will er denn? Oh, lol. Okay, jetzt Kübel ist dran. Ich habe keine Binden. Nice. Lol, ich hab komm ins Haus. Ach, Kübel, du hast deine Periode? Ja, Kübel hat Erdbeerwoche. Lalala, ich mach hier schon. Mitten auf dem Acker. Ja, hier ist richtig schöner Ausblick, jetzt ist halt Kübels. Jetzt ist halt Kübel dran, ne? Sieht man diese Person im deutschen Fernsehen? Oh, das ist... Gute Frage. Meinst du mit deutschem Fernsehen jetzt allgemein deutsche Fernsehsender? Also das ist, ja, das ist halt im deutschen Fernsehen läuft. Ja, ob du sie im Fernsehen aber siehst. Es kommt nicht aus dem Deutschen. Okay. Was will er von uns, ey? Na, die Sendung läuft bei uns, aber die kommt nicht von uns. Ja, klar, aber ich frag mich, was er von uns will. Also was er da sich ausgedacht hat. Ich habe ein Toolkit gefunden, ne? Lol, nice. Hab aber schon eine. Dann gib Mitchell. Ja, wo hast du die gefunden, wo? Naja, unterste Etage. Lol. Oh, Mitchell, und noch eine Toolbox gefunden. Lol, Alter. Hab ich eine? Zwei Toolboxen. Ja, ich hab eine. Kannst du mit dealen, Alter. Das ist wie Kasche, der war ja immer schwarz, da wollte er ja alle hier sich so, weißt du, so Watches, das in Rucksack verstecken, da wollte er in die Stadt gehen und so, willst du Watches kaufen? Ja, Mann, ja, ist halt echt so. Ja, glaube ich, auch eine Axt im Boden. Lol, wo hast du die denn hier gefunden? Ach, da, okay.
Ja, und hier hinten liegt auch noch ein Jagdmesser. Ich kann euch ja mal einen Tipp geben. Naja, na, muss fragen. Kübel. Ach nee, nee, Quatsch. Ja, stimmt. Auf. Ist diese Person, ja, ich meine, gut, wenn ich das jetzt frage, dann wissen wir so oder so, was es ist. Ist diese Kübel. Danke. Aber jetzt bin ich echt Scheiße. So berühmt, dass ich schon in einer Fernsehsendung ja. mit Stuhl. Leute, hier ist ein Zementmischer, wer will? Nimm mal den Kübel mit da. Nein. Ist diese Person eine Frau? Nein. Also ein Mann, okay. Oder ist auch ein nicht. Mann. Ist ein Mann. Okay. Aber es gibt, also. Es trägt eine Maske zu sehen. Es gibt so Fanwork-mäßig sie in weibliche Ausführungen, aber rein, also so wie es sein soll, ist es ein Mann. Kommt diese Figur aus einer animierten Serie? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, daraus entstanden ist sie nett, aber sie ist auf dem gleichen Weg wie ein Anime entstanden. Oh mein Gott. Hä, Alter? Bin gerade leicht verwirrt. Ich glaube, wir frag weiter. Ja. Was kann man da fragen? Ist diese Person, also, oder hat diese Person eine besonders kleine oder große Größe? Also, ist sie besonders, oder ist sie halt Standard so? Durchschnittlich. Durchschnittlich, na gut, dann ist die Frage irrelevant. Mitchell, größer als du, kleiner als ich? Ja, genau. Ah, ich werd hier von Zombies. Wo seid ihr hin? Ja, das Loot ist halt noch nicht gespawnt. So, ich geh Feuerwache, ne? Ja, ich auch. Hier steht ein Brummbrumm. Lol. Sieht man diese... Boah, warte mal. Spielt diese Person einen Helden? Ja. Okay, ist es Arrow? Nein. Okay. Mach weiter mit, schon. Hier liegt noch eine S... Ja, eine boah, SA, ne? Was kannst du nachfragen? Ist das Auto heile? Ja, die ist, glaub, nicht so. Eine SA98 oder wie? Lol. 85. Na, schade. Wer ist in das Auto gestiegen? Ich. Okay. Was kann man, warte mal, ich überlege gerade, was kann man noch fragen, Alter? Hier liegt ein Flashlight, nehme ich mal mit, ja. Ist diese Person bekannt für etwas ganz Besonderes? Also so für, keine Ahnung, eine Art. Für ihr Logo. Für ihr Logo. Das ist Batman? Ja. LOL. Da warst du mit Darth Vader gar nicht mal so knapp dran, Alter. Ja, so Leike mit Schwarz tragen und so, meine ich. Ja, hab ich doch gefragt. Ja, schon klar. Hier liegt eine GP25 Leuchtkugel, ne? Kommt da mit Batman, Alter. Jetzt, jetzt ist. Lol, wer schießt hier? Soji. Wirklich? Soji, bist du das? Ich hab uns neues Morphium besorgt. Oder ich hab hier eine MP gefunden. Ja. Ich hab die gefunden, du Mongo. Aber ich heb sie auf, weil du ein Kacknuck bist. Jetzt darf sich einer von euch eine Person. Naja, Ladies first, Mitchell darf zuerst. Ah. Oh Gott, eine Person, lass mich. Oh, ich. Nee, die kennt ihr nicht. Die kennt ihr nicht. Ist ja bestimmt einer aus Oddworld hier. Boah, das könnte ich machen, Alter! Müssen wir kennen. Eine ist davon raus, ja, cool, dann kann ich ja auch nichts aus Fairy Tail nehmen, oder kennt ihr Fairy Tail? Nö. Ah, scheiße. Bei mir spielt gerade sehr deftige Musik ab. Ich finde die gerade sehr beunruhigend. Ich lauf durch die Stadt, la 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 la. Ich lauf durch die Stadt, la 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 la. Kommt mal zum Krankenhaus, das ist direkt neben der Feuerwehr, da ist noch Blut zu greifen. Alter, was soll die Musik denn jetzt, Alter? Okay, dann darf ich? Ja, mach du, mir fällt nichts ein. Ja, dann fangt mal an. Ja, du musst doch, du musst einen Vortipp geben. Ich weiß nicht, warte. Ist die Person weiblich? Ja. Okay. Ist diese Person aus einem Spiel? Nein. Jetzt geht's wieder. Okay, lol. Okay, ist die Person aus einem Anime? Ja. Lol, ich. Warte. Ich sag's mal ganz grob, Hatsune Miku. No. Ah, nee, ist ja gar keine Anime-Figur, lol, sorry. Das ist ein Vocaloid, du Mongo. Genau, deshalb. Bitte. Achso, nee, ist okay. Ich hab zwar AKM-Magazin gefunden, nice. Cool. So, wir gehen dann wieder. Ach ja, die AKM könnte ein bisschen klebrig sein. Danke. Da ist noch Joghurt. Ich nehme dieses. Ich sehe das als. Ich sehe das als Geschenk. So. Alter, Toji, hier liegt. Toji ist dran mit Fragen, ja. Spielt der, also diese Charakterin eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle? Schwer zu sagen. Ich habe zweimal Morphin gefunden, Leute. Also, es ist. Wird ja klar. Drauf,
Ich würde, ja, ich würde drauf tendieren, beides. Okay. Oder gehen die Türen nicht auf? Weil die gehen nicht auf. Okay. Ich hab ganz viel Morphin, ne? Ja, ja, ich auch. Hey. Leute, die gehen auf, oder? Nee, die gehen nicht. Morphin kaufen? Echt, Leute, gibt die so. Mitchell. Ich glaub, die haben uns gehört, die kommen jetzt eine Treppe hoch, yo. Ich bin Mitchell, der Eis hier so süß, Alter. Wie kannst du sowas tagtäglich trinken? Auch scheiße. Ich hätte, der Junge kriegt Diabetes. Hat er schon. Ja? Denk ich mal. Naja, aber ich glaube, da war da schon merken mit seiner. Wie ist der denn jetzt normal? Dann kriegst du ja so Bluthochdruck-Zeugs irgendwie. Ja, Blutzucker ist dann, also dein Blutzucker ist dann ein bisschen am Kacken. Ne, naja, und wenn du Diabetes im späten Zustand hast, dann müssen sie dir manchmal sogar den Fuß abnehmen. Oder halt andere Körperteile. Ja, es gibt auch zwei verschiedene, ich glaube es gibt seid ihr runtergerannt? Ich weiß nicht, wie heißt das, Diabetes Stufe 2 und Diabetes Stufe 3 und irgendwie, ich glaube Diabetes Stufe 2 ist keiner bekommen. Bin mir aber nicht sicher. Das also, ich hab auch ganz, also mein Opa hatte damals Diabetes und nee danke, also das wünsche ich keinem. Nee, also das ist auch so eine Sache, das muss einfach nett sein. Da kann man sich mal ein bisschen zusammenreißen. Der Mitchell trinkt ab jetzt Wasser. Ja. Hä, wie Diabetes kommt durch. Hä, lol, was? Ja, wenn du zu viel mit Zucker und so. Ja, und weißt boah, du, wie viel Zucker. Wie so viel Scheiß Zucker? Boah. Weißt du, wie viel Zucker in so einem Scheiß ist? Ja, klar, aber. Aber verhältnismäßig ist es so wenig Zucker, was andere hin? Sonst so einnehmen, ohne Scheiß. Wo seid ihr hin? Unten wieder zum Hafengelände gelaufen. Ich komm runter. Nee, ohne Witz, verhältnismäßig esse ich dagegen. Im Gegensatz zum Durchschnitt so wenig Zucker, dann ist es dann ja. Ja, passt schon, ich starte Petition. Nein, weil ich Kübel, ich kann Kübel bezeugen, ich kaufe mir nie was Süßes, nie. Ja, aber wir, nee, Mitchell, wir reden jetzt nur über den Eistee. Ja, trotzdem ist es verhältnismäßig viel zu wenig im Gegensatz zum Durchschnitt, was an Zucker gefressen wird, natürlich. Wir machen uns total Sorgen um dich. Ja, finde ich ja nicht schlecht, aber. Verhältnismäßig ist das trotzdem gar nichts, was ich dann an Zucker konsumiere. So, wir haben jetzt Fuel und wir haben. Das möchte ich rechtfertigen und das stimmt, das ist auch so. Ja, wenn du meinst, kann. Nein, guck dir die heutigen Kinder an, die sind nur am Süßigkeiten fressen. Jetzt nichts gegen Leute, die Süßigkeiten mögen, aber ist so. Mitchell? Was denn? Mitchell? Hä? Es sind Kinder. Ja, ich hab noch einen Reifen gefunden, ne? Als ob Diabetes jetzt. Gut, gut. Als, kannst du ihn mitnehmen oder? Leute, ich habe Verstärkungsmaterial. Ja, das braucht man nicht. Aber die Pickaxe nehme ich mal mit. Die brauchst du auch nicht. Ja, die ist doch eh nur im Toolbelt drin. Die kann man noch mitnehmen. Hier ist noch Fuel. Hier wird einer gehauen. Ja, geil. Okay, wir muss, haben alles. Muss einer mitnehmen von euch. Wo seid ihr hin, Leute? Leute, wo? Eine Halle weiter. Nächste Halle. Eine Halle weiter, achso da. Dies, komm, Alter, Mitchell kriegt mit 30 Jahren Diagnose Diabetes. Für glaube ich nicht. Hätte ich nur mal auf den Sochi gehört. Ja, hier liegt noch Scrap Metal, Leute. Ja, haben wir Platz im Inventar? Nee. Naja, man muss ja nicht was. Also ich hab auch manchmal so, ich weiß nicht, da habe ich einfach selbst das Gefühl, dass ich mich dreckig fühle, wenn ich nur Cola und sowas trinke, weißt du? Ja. Mit Cola habe ich komplett aufgehört. Und da sage ich dann auch, okay, also ich trinke auch selbst kein Wasser, aber ich trinke halt so Geschmackssachen, weißt du, so mit Pfirsich oder sowas. Wasser mit Geschmack. Außerdem habe ich mir eine Zeit lang hier, als ich bei Kübel bin, also das letzte Mal, als ich hier war, die Zeit lang, hier liegt noch Teile. Und zwar Panzersperrensatz. Egal. Ich habe mich nur von ACE-Saft ernährt. Ist so. Ich habe nur ACE-Saft gekauft. Ja, aber. Also ich denke, verhältnismäßig konsumiere ich sehr wenig Zucker im Gegensatz zum Durchschnitt. Also, ich habe einen Reifen bei. Warte, ich nehme den. Mein Zucker ist überall drin, keine Frage, aber jetzt so richtig zuckerlastiges Zeug wie halt Eistee, Süßigkeiten und so. Ja, aber Fruchtzucker ist zum Beispiel gesünder. Ja, aber alles ist in Übermaßen scheiße. Ja, ist klar, aber. Außerdem essen Kim und ich ja hier täglich eine ordentliche Mahlzeit, Alter, hallo? Was ist der Shit? Euer Bauarbeiter-Frühstück. Ja, Mann! Hab hier immer noch meine eine Bratwurst. Ich hab ja auch noch zwei Alter. Stück und den Kartoffelbrei, den fress ich nach der Aufnahme. Nein, ist doch auch easy. Ernährt euch ja doch, denke ich, noch besser als andere Leute. Ja, aber Soji, versuch mal für Mitchell zu kochen. Der isst keine Nudeln, der isst kein Reis, der mag keine Kartoffeln. Ich bin kein Kartoffelboy, leider. Kartoffeln sind. Kartoffeln ist heilig, ey.
Isst du auch keine Bratkartoffel? Doch, die esse ich. Hä, neulich als ich Bratkartoffeln gemacht hast, hast du die auch nicht so gut. Echt? Glaub, da ist unser Engine. Da ist er einfach. LOL, holt ihn! Nein, das geht nicht. Schnell! LOL! Alter, erschreck mich halt. Holt ihn! Oh oh, meine Waffe ist leer. Wir können hier drin ja rennen! Oh Gott! Ich hol den Engine, Leute, ich hol den Engine! Ja, hast noch Platz. Du hast doch keinen Platz. Oh lol, dann leg ich halt das Morphin ab, mir egal! Ja, leg ein bisschen Morphin ab. Der Chris, der braucht das jetzt nicht. Na. Ich sehe auch meine Anzeigen gar nicht mehr, ne? Links und rechts. Nice. Hä, wie? Naja, die Anzeigen, die man da hat. Lol. Jetzt bin ich verwirrt. Hast du ihn weggebackt? Ich bring dich um. Nein, ich hab ihn doch genommen! Gut. Hast du ihn weggebackt? Ich hab doch gesagt, ich nehme ihn. Gut. So, jetzt tot. Kübel, alles gut bei dir? Warte. So, lass uns gehen. Ich seh die Anzeigen da nicht mehr rechts und links. Neu starten, ne? Sonst. Oder brauchst du die? Wo, die sind doch gar nicht wichtig, oder? Na, hä? Wo mein Essen und so steht, so, du Mongo. Oder tapp mal raus und rein, vielleicht hilft es ja. Es hat auch was mit der Auflösung zu tun. Ja, ich starte Spiel nochmal neu, ne? Ja, dann warten wir auf ihn.